was an dem Film auch so beeindruckend ist, ist auch wie, also wie... ja, also ich wusste es eben noch. Tonaufnahme, Dr. Doodle. Nee, ich sag schon. Einer, der schon seit langem erwartet, der wurde entlassen. Ja. Oh nein, verdammt. Jetzt geht schon wieder der Wurm los. Und deswegen kriegt der Film von mir auch nur, ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte. Bist du soweit? Den hätte der Film aber wahrscheinlich auch so gehabt, denn Christopher Nolan ist ja nur einfach mal ein Name, weil er ja, wirklich ja, genau. Für dieses... Wir legen jetzt mal. Okay, finde ich gut. Wer sind Sie? Was haben Sie mit Greta gemacht? Ja, wir haben einen Zeitdruck, da muss man jetzt ein bisschen abliefern. Ich finde es voll gut. Ja. Okay, eins, zwei, drei. Berlin-Alexanderplatz. Platz, genau, jetzt fängt schon an. Eins, zwei, drei. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kino Nummer... Ja. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir stehen hier am roten Teppich. Oh, scheiße. Herzlich willkommen. Oh, krass, das ist kalt. Mir ist so kalt. Du machst? Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung. Wir stehen hier gerade am roten Teppich am Zoopalast und sind bei der Premiere von Bad Boys Live. Voll live, ja genau, wir sind hier absolut live. Neues Format. Und wir stehen heute hier am Zürich Film Festival zur Premiere. Nein, ich muss nicht. Ich möchte eigentlich immer ganz gerne, weil irgendwie wirkt das sonst so komisch. Okay. Wie rum halte ich richtig so? Okay. So rum? Ja. Ja, voll gut. Nee, andersrum. Achso, das, ich habe gerade, nein, ich dachte, unsere, also wie wir uns hinstellen, so rum. Nicht wie du das Mikro, so rum ist richtig. Wenn du es lesen kannst, kann es auch der Zuschauer lesen. Okay. Wenn der Zuschauer lesen kann. Ist so richtig rum, ja? Ja. Nee, bei mir ja wieder nicht. Ach, ich dachte, das Mikro war das. Okay. Ich kann doch nicht auf alles achten, Mensch. Ich bin doch ein Mann. Ich kann das nicht alles. Bin ich hier beim Filmfest Hamburg und gleich feiert hier der Film Sörensen hatte Angst. Entschuldigung. Mach nochmal. Und worum es in dem Film geht, das seht ihr jetzt. Nee, nochmal. Ich hab ein paar Mal. 1, 2, 3. Nee, ja, mach nochmal. Der ist von und mit. Nein, nochmal. 1, 2, 3. Jetzt, der wird's, ja. Heute Abend. Oh Mann! Ey, du 1, 2, 3. Hier beim Filmfest Hamburg feiert heute Abend. Oh Mann! Wir stehen hier gerade am roten Teppich zur Premiere von. Jetzt habe ich schon wieder Bad Boy voller. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Spätvorstellung des Kinomagazins. Wir stehen hier gerade am roten Teppich am Zoopalast und sind bei der Filmpremiere von Bad Boys for Life. Nein, würde ich gerade einfach weitergehen. Okay. Und wir stehen heute hier am grünen. Ah, nein. Egal, sonst nehmen wir das andere. Du sagst einfach Kriegsdrama, also ja. 1917. Oder? 1900 oder 1917? Wir machen 1917. Das ist auch, glaube ich, weil man kommt eh automatisch rein, weil es kürzer ist dann. 1917. Okay. Ja, machen wir, also wir einigen uns auf 1917. So, eins, zwei. Gut, dass die Zuschauer das jetzt auch wissen. Jo. Eins, zwei, drei. Also nicht mein Geburtsjahr, auch wenn ich schon ein bisschen älter bin, sondern der Titel des Films. So, eins, zwei, drei. Ja, das ist die Frage, ne? Das, jetzt kannst du deine Position nicht mehr machen. Oh ja. Boah. Egal. So, okay. Wir stellen euch heute den Science-Fiction-Thriller Tenet vor. Da sagst du, herzlich willkommen, ihr seid Spielverstellung des Kinos. Sehr gerne. Okay. Scheint fiction klar. Ja. Mein Salinger hier. Alter, das gibt's doch heute nicht. Ja. Nein, ich muss weg von diesem, gerade, dass ich denke, ich vergesse irgendwas wieder. Denn 2002 kam dann der Film, ja, welcher war es denn? Ach ja. Genau, Christopher Nolan hatte ja bislang 5 Oscar-Nominierungen, also Drehbuch Memento, Drehbuch Inception, bester Film Inception als Produzent, bester Film Dunkirk als Produzent und... Also los. Ich weiß noch nicht, wie der Regisseur heißt. Also, André Erkau. André Erkau, genau, okay. Dieser Film ist mein Herzensprojekt, so, weil es tatsächlich, als man mir das Buch in die Hand gegeben hat, ich fange nochmal von vorne an, ja. Wir tun einfach so, wir können ja schneiden, ja. Und ab dem 12. März startet der Kino im Film. Okay. Alexandra wollte nur in die Outtakes am Jahresende. Okay, so. Und den Film gibt's ab, steht ja gar nicht, 5. ist das der 5.? 5. März im Kino, oder? Nein, 12. Hey, ich dachte diesen Donnerstag. Ja, diesen Donnerstag. Der Nazis und Goldmund war 12. genau. Boah, Alter. Ich bin durch, wir sind müde. Ich habe kaum geschlafen. Ich habe Lars Eidinger nicht bekommen. Ganz kurz noch. Lars, bitte ganz kurz. Lars, ganz kurz, bitte. Ja, das Leben ist leider voller Enttäuschung. Das wird auch niemals aufhören. Sorry, hab nix. Das ist scheiße. Das
Leben ist leider voller Enttäuschung. Das wird auch niemals aufhören. Tja, das Leben ist leider voller Enttäuschung. Und das wird auch niemals aufhören. Das ist doch scheiße, Mann. Okay, 1, 2, 3. Ja, stopp. Okay. Okay, 1, 2, 3. Warte. Wir stehen heute hier am grünen Teppich beim Zürich Film Festival um den Film. Da kann ich ja sagen, ja genau, und was die drei zu sagen hatten. Dann hat's auch immer das Ja genau. Das ist immer so ein Film, was ich auch ganz oft nehme. Bei mir auch, genau. Ich habe ja schon gesagt, genau, genau, so ist doch perfekt. Mhm. Nee, ich hatte angefangen mit Ja genau. Moment, nee, genau. Ich habe dich quasi anmoderiert und dann hast du, glaube ich, sehr schnell in die Kamera zuerst mal sagen, kannst du mal Ja genau oder irgendwie. Ja genau, und ich bin Alexandra. Nein, irgendwie, nein, so, sondern, genau. Ja, das war's jetzt hier von der Premiere zu Gott, du kannst ein Arsch sein. Genau, und wenn ihr neugierig geworden seid, der Film läuft seit 1. Oktober im Kino. Ja. Können wir mal. Genau. Du bist nicht ganz blöd, das war diese Premiere. Also, eigentlich ist das ja nur eine Floskel, die man nimmt, um überzuleiten. So. Aber eine Abpackung des Redefluss. Genau. Genau. Mhm. Was soll ich denn sonst sagen? Gar nichts. Der Film läuft. Aber dann ist es komisch, wenn wir uns angucken. Weil ich muss ja, weil ich gucke dich ja an, deswegen, genau. Oder? Wir machen einfach, das war's jetzt. Und wenn ihr neugierig geworden seid, dann kann ich aber nicht zu dir gucken. Okay. Und wenn ihr okay, mir eure Hochlaut durchlaufte, hochhalt. Okay. Das war's jetzt hier von der Premiere zu Gott, du kannst ein Arsch sein. Und wenn ihr neugierig geworden seid, der Film läuft seit 1. Oktober im Kino. Aber das ist dann so komisch mit dem Mikro. Ja, ach. Oh. Okay, ist egal, dann nehmen wir die erste. Wir haben unter anderem Interviews. Oh Gott, sorry. Alles gut, haben wir ein bisschen Outtakes dann für das Jahresende. Interviews. Ja genau, unter anderem ein Interview. So. Ui, ja. Aber sie ist auf einer Mission, will Gerechtigkeit für, das darf ich alles nicht sagen, fuck. Du bist jetzt der Erste, der uns diese Frage stellt, ne? Wir müssen nicht immer so tun, als würde es mich persönlich nicht treffen. Und deswegen, warte, jetzt klingelt es gerade. Ich gehe mal kurz hin und komme wieder zurück, ja? Alles gut, ja. Tot. Warte. Und ich glaube, dass die Menschen immer mehr bereit sind, tatsächlich alle Gefühle zu spüren, die wirklich da sind und die auch auszulassen. Oh, Entschuldigung. Ich habe gleich jemanden geboxt, vor lauter. So, jetzt aber jetzt. Wollte ich aber nicht unterbrechen. Jetzt hättest du mal gedurft. Entschuldigung. Okay, 1, 2, 3. So, jetzt. Ist auch die Musik aus. Perfekt. So, das wollte ich doch nur. 1, 2, 3. Entschuldigung. My Salinger Year war der Eröffnungsfilm der Berlinale 2020 und das Ganze, ja, 1, 2, 3. Ich habe manchmal ja auch irgendwie kleine Texthänger. Man sieht eben die Ursache, nein, und man sieht eben die Wirkung, bevor die Ursache gezeigt wird. Das heißt, es ist halt eine, dass da Menschen einfach in Situationen sind, wo sie halt nicht sein wollen, die unverschuldeten irgendwelche, Scheiße, ich kann es nicht, ey. Was ist denn jetzt los, ey? Dann noch Til Schweiger, der im Film auch mitspielt und Regisseur. Danach ging es weiter mit einem weiteren, nein, nicht weiteren, ach, Entschuldigung, fuck. Das ist krass, ey, fuck. Er wurde jetzt mit großer Erwartung erwartet. Nein, es tut mir leid. Ja, alles gut. Ah, was ist das? Wo ja Julian Moore eine Demenzkranke spielt. Nein, Alzheimer, Entschuldigung, okay. Ja. Zu viel, okay, 1, 2, 3. Ich hab schon wieder vergessen. Ja, hätten wir das gleich aufgenommen. Ja, ich konnte noch gar nicht hängen, ich habe ja noch gar nichts gesagt. Dann sagst du, aber erstmal zeigen wir euch, warum es in dem Film eigentlich geht. Nicht eigentlich, einfach nur geht. Warum nicht? Eigentlich macht ja keinen Sinn. Also, das ist, weißt du, so, das ist eigentlich macht eigentlich immer Sinn. Inwiefern? Weil das ist ja so ein Füllwort. Ja, aber wir wollen. Worum geht's wollen denn ja, eigentlich? Wir machen hier ein journalistisch hochwertiges Hochglanzprodukt, ja. Mit unserem 99 Cent Mikroschutz in meinem aufgemalten Schriftzug, wo schon halb Hollywood reingeht. Wartet ab, bis ihr seinen Mikroständer seht. Also ich. Das ist professionell. Das ist nämlich der längste von. Also zu kurz zur Erklärung, warum ich den längsten habe. Also. Durch die Corona-Pandemie muss man mehr Abstand an der Interview-Pressline haben und deswegen musste eine Mikroverlängerung mitgebracht werden. Und ich habe halt einen Selfie-Stick umfunktioniert und habe deswegen jetzt quasi am roten Teppich
die längste Mikroverlängerung. Das wollte Greta gerade charmant sagen. Ja, ja, es ist. Jeder braucht seine Phallusverlängerung. Nein. Nein. Na, Scheiße, ist auch ganz schön lang. Du musst kürzen. Du warst das letzte Mal nicht 2000. Entschuldigung. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Egal. 1. Ich muss mal kurz meine Nase. Alles gut. 1, 2, 3. Dann nutze ich auch die Chance, mal eben kurz meine Nase zu kitzeln. Okay. Also nicht nur der heutige Tag war sehr actionreich auf der Pressekonferenz. Nee. Andersrum. Geht das nicht mit dem anderen einfach? Den ersten. Ich würde den ersten nehmen. Der war super. Auch wenn das falsch rum ist. Nee, weil der war, hatte den schlimmsten Flow. Ja, komm, wir machen es noch einmal und wenn es nicht klappt, dann ja. Okay. Nimmst du den ersten. Ja, okay. 1, 2, 3. Die freuen mir schon. Das ist ey, voll gut, das ist doch voll authentisch. Ja. 1, 2, 3. Jetzt fährt hinter uns ein Auto lang. Das ja. ist ja vielleicht schon. Es, können, es wird eine Reihe von Autos hier langfahren. Finde ich aber, ich finde das gar nicht so schwer. Aber lassen wir noch zwei Autos durch, weil. Ja, mal gucken. Der Wiedereinstieg war ja klar. Es ist raus, ne? Der Flow ist weg. 1, 2, 3. Dann lassen wir es. Na, einmal noch, das letzte Mal. 1, 2, 3. Und wenn ihr jetzt Lust auf den Film bekommen habt, der startet am 16. Der startet am 16. Januar in den Kinos. Da muss ich noch ein Schnittbild hinlegen. Oh, scheiße, ich hab's schon mal so. Einmal noch. Okay. Einmal und wenn es dann nicht hinhört, lass es. Einmal. Das ist krass, ey. Ja, was denn? Dann, das ist irgendwie, du bist hier. Ja, das ist immer sonst. Ja, ich weiß. Oh ja, 1, 2, 3. Das war's jetzt hier vom roten Teppich. 1, 2, 3. Lebt lang und in Frieden, war das richtig? Oh Mann, scheiße, ich hab's vergessen, ich war so. Du warst voll gut, ja. Nein, war das richtig? Ja, ich hab's vermasselt. Ja. Deswegen war es für mich wirklich eine komplett stimmige Gesamteinheit. Jetzt habe ich gerade noch so angehoben. Ich wollte noch was sagen. Jetzt, weil es schon ganz schön lang war. Ach, wir sind ja eigentlich noch ganz gut in der ja. Zeit. Ich lache noch, aber... Das war voll gut. Okay.